Hallo ihr Lieben, es war ja eine ganze Zeit lang bei mir recht ruhig, aber ich war natürlich wieder mal nicht untätig und habe ein bisschen gewerkelt und an mein Journal gearbeitet und so weiter und so fort und habe auch mir jetzt für meine Distress Oxide so eine Verpackung gebastelt. Habe ich auch auf dem YouTube-Video gesehen. Wenn ich das nochmal finde, dann kann ich es euch gerne unten in der Beschreibung nochmal verlinken. Und da habe ich dann, also das ist jetzt so ein Prototyp, weil ich da noch ein paar habe. Da habe ich so einen Einschieber dazu. Der kommt da mit rein. Ja. Dann kommt der Oxid da rein. Und dann steht das so aufgestapelt oben drauf und dann kann ich mir halt immer das passende, okay, das ist jetzt vorgefickt, aber kann ich mir immer das passende rausziehen. Wenn man es gerade hält, dann funktioniert das auch, dann zieht sich das super raus und kann es mir dann dementsprechend auf meinen Platz hinlegen. Ja, und das habe ich so in der Zwischenzeit gemacht und wie gesagt, jetzt habe ich, morgen ist ja Halloween. Und ich habe schon vorher eine kleine Halloween-ATC oder ja, so ein bisschen Halloween-mäßig gebastelt. Mit Distress-Oxiden halt als Hintergrund gewischt und ja, und die süßen Stempel von Create a Smile habe ich mir noch gegönnt. Und zwar das jetzt Herbst-Minis und da habe ich den Raben genommen davon und hier unten die kleine Fledermaus. Die habe ich bereits vorkoloriert, aber ich möchte euch einmal erstmal den Hintergrund zeigen, wie ich diese ATC gemacht habe. Genau, hierzu stempel ich als erstes... Oh, das blendet aber ganz schön. Moment, mal gucken, ob ich das ein bisschen, ja, so ein bisschen. Ja, es ist bei mir schon dunkel draußen. Wird ja jetzt immer früher dunkel, schon zu 16:40 Uhr geht schon die Sonne unter. Mal sehen, wie wir hier Licht machen. Genau, ich nehme als erstes einmal hier den Stempel mit der Sonne und den Wolken. Den ich mir einmal mit Versafein abstempel. Wie gesagt, Versafein ist halt das, was ich eigentlich immer nutze. Und damit kann ich auch super gut kolorieren. So, das werde ich so ein bisschen mittig auftragen. Muss ich mal gucken, dass die Wolken gerade sind. Ja. Ich gleich mal schief den Stempel aufgemacht. Mein Acrylblock. So, abziehen. Und da ist er schon. Genau. Dann habe ich mir zu den Minis halt schon mal zu einigen sowas Kleines ja, so eine Auflieger drauf gemacht, damit ich das einmal raufpacken kann. Warte mal. Kurz mal trocken pusten, nicht, dass ich mir das dann versaue. Und da lege ich mir das auf. So. Und dann geht es auch schon mit den Wischen los. Genau, um ein bisschen so diesen Sonnenuntergang-Effekt. Ich kann ja die Karte auch mal oben hinlegen. Wie gesagt, die dient ja für mich eh als Vorlage. Und so habt ihr die auch einmal im Blick, wie ich das mache. Für den Sonnenuntergang unten nehme ich einmal Distress Oxide Carve Pumpkin, das Orange. Gehe mit meinem Fingerschwämmchen einmal rein und wische hier unten so. Ja, im ersten Drittel wische ich so lang. So kreisende Bewegungen am besten, damit dann
wenn der Übergang kommt, auch ein bisschen flüssig bleibt, damit es einen schönen Übergang gibt. So, das war es auch schon mit dem Orange. Wieder zumachen. Dann nehme ich als nächstes Lila. Da habe ich Wild Violet genommen. Auch wieder mit den Fingerschwämmchen rein. Und jetzt versuche ich gleich in das Orange ein bisschen reinzugehen und in kreisenden Bewegungen zu bleiben und das schön zu verblenden. Ein bisschen nach oben ziehen. Ein bisschen oranges Schwämmchen, damit hier unten die Verblendung ein bisschen schöner ist. Und dann gehe ich nochmal wieder ein bisschen höher. Nochmal ein bisschen aufnehmen von der Farbe. Hier hinten noch ein bisschen rein, damit es halt auch schön kräftig wird. So, und nun nehme ich einen Blauton, da der Himmel ja von nach oben hin ein bisschen dunkler wird, habe ich mir Faded Jeans, das ist das dunkelste Blau, was ich habe, rausgesucht. Wenn ihr natürlich noch eine dunklere Farbe, man könnte hier zum Beispiel, ich habe jetzt zwar dieses Dunkelblau nur hier oben genommen, aber ich ganz oben am Rand könnte man auch nochmal mit einem Schwarz oder so. Oh, das ist sehr kräftig jetzt. Nein, bitte nicht. So, mit einem Schwarz reingehen. Jetzt hält das schon nicht mehr. Oh nein. Ja, ne? Muss man natürlich Vorführeffekt ein bisschen vorsichtiger sein. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben. Schön lang zwischen. Ja, dann nehme ich noch mal das Lila. Gehe ich noch mal ein bisschen hier an den Kanten ran zum Blau, um die Übergänge schön zu erwischen. Man kriegt es natürlich ja auch nie. Jetzt sieht man das ja auch die Haare genauso hin, wie man das erste hat. Also deswegen sage ich immer, jedes Kunstwerk ist individuell, weil man es nie, selbst wenn man eine Massenanfertigung macht, sobald man den Hintergrund selber macht, wird der Hintergrund, kann der nie 100% identisch sein, es sei denn, man drückt den Hintergrund oder nimmt einen vorgedruckten Hintergrund. Aber so gefällt mir das eigentlich ganz gut. Finde ich schön. Dann die Farben weg beiseite. Dann löse ich jetzt mein... Naja, gut, das Blau sieht man ein bisschen. Mein Vordruck, da muss ich nochmal neu machen später. Das wird nie mehr so schön halten. Und mal mir jetzt erstmal aber die Sonne und die Wolken an. Da ich die Wolken jetzt schon ein bisschen versaut habe, muss ich mal gucken. Achso, ich nehme dazu Twin Marker von Action. Jetzt sieht man gar nicht so schön. Ein Blau-Grau 3. Und nehme die schmale Kante. Versuche damit ein bisschen Konturen reinzubringen in die Wolken. Ich merke durch das Blau, ist das jetzt, naja, nicht mehr. Aber ist ja nicht so schlimm. Wie gesagt, jedes Kunstwerk ist individuell. Ich gehe so ein bisschen an den Kanten rein. Ein bisschen die Übergänge. Hier noch ein bisschen in der Mitte. So. Und für den Mond, die Sonne,
Nehme ich mein Tree Blend Spektrum Noir Marker, Citrus Blend und fange natürlich erstmal mit dem hellsten an und male alles komplett einmal aus. Ich ärgere das gerade, dass es verrutscht ist. Mal gucken, was ich noch draus machen kann. So, und gehe mit dem dunkelsten CT3, also Citrus Blend 3, um Schattierung zu setzen, einmal hier rein. Natürlich, die Wolken setzen immer Schatten. Und hier unten ist es auch noch ein bisschen dunkler. Dann nehme ich das mittelste, den mittleren Farbton. Gehe damit noch ein bisschen weiter runter, nehme nochmal den dunkelsten, gehe damit wieder am Rand lang weil klar, bei Koloration muss man halt immer schauen, dass man da nicht zu dunkel wird. Das gefällt mir noch nicht. Deswegen nehme ich jetzt Gold Yellow Blend und gehe damit nochmal rüber. Ja, die Farbe ist schon schöner. Sieht ein bisschen mehr mondiger aus. Nee, der ist zu dunkel, nicht den mittleren. Und gehe da nochmal an den Rändern lang, dass es noch ein bisschen kräftiger ist. Und jetzt nochmal mit dem hellsten. Nochmal einmal rüber. Ja, so gefällt mir das schon besser. So, und nun setze ich mit meinem Geli Wall die Akzente. Einmal hier bei der Wolke. Hier auch nochmal, hier noch ein bisschen. Ah, dafür sieht man das jetzt aber so schön. Ja. Genau, und hier oben beim Mond. Und dann kann der wieder weg. Nun nehme ich ein Stempelset von Silence Clear Stamp, Risikostempel. Von Glowland, da habe ich einmal die Bäume und kann man natürlich, also die Bäume sind natürlich, also finde ich zumindest ein Hammer, gerade um so Schwarzschattierungen zu setzen. Muss ich nur kurz rausholen, Moment, also vorbereitet war ich dann doch. Weil ich gerade mal wieder ein bisschen Zeit hatte und habe mir gedacht, ach naja, nimmst du sie mal mit. Vielleicht ist das für den einen oder anderen eine schöne Idee. Ja, und da nehme ich dann den, habe ich genommen. Und jetzt ziehe ich mir den einmal ab. Klebe den ja auf meine Acrylstempelhilfe. Und natürlich, was benutzt die Antje? Die Antje benutzt wieder Versafine Onyx Black. Und schön mit Farbe voll.
Und dann muss ich jetzt mal gucken. Setze ich den ja, hier hin. Ich drücke mal, also ja, ich weiß auch nicht, man muss nie so fest drücken. Aber ich finde es, ja, ich kann es nicht anders. Also ich habe immer Angst, dass dann, wenn ich nicht fest genug drücke, habe ich immer Angst, dass es zu schwach ist, das Stempelbild, obwohl es ja eigentlich Blödsinn ist. Gerade bei dem Versafein, das ist ja dafür ausgerichtet, dass man nicht so doll drauf drücken muss, dass es feine, schöne Stempelabdrücke macht. Aber ja, so sauber gemacht, kommt wieder weg. Aber ich, wie gesagt, kann halt nicht anders, dann wird der wieder reingepackt. Dass mir auch kein Stempel verloren geht. Und dann nutze ich den unteren hier, damit ja sich unsere Fledermaus ransetzen kann. So, den wieder auf meinen Acrylblock und einfärben. Bin gar nicht mehr im Bild. Mensch, sag doch was. Sag doch was, redet doch mit mir. Nein, es ist ja kein Live, da könnt ihr ja gar nicht mit mir reden. So. Und den setze ich hier hin. Gucken, dass ich einigermaßen gerade bin. So. Ja. Wieder sauber machen. Gerade bei, oder nicht gerade, also bei Versafein sollte man, finde ich, sowieso immer darauf achten, dass man die Stempel direkt im Anschluss, also gleich am besten sauber macht, damit sich das nicht so abbildet. Jetzt kann es nämlich in der Zeit einen kurzen Moment trocknen. Ich mache meinen Stempel wieder rein, verpacke das natürlich in die Packung. Alles muss seine Ordnung haben. Naja, auch nur Kreativität, ne? Hier sieht es manchmal aus wie ein Schlachtfeld. Also wenn man mehrere Sachen auf einmal macht, ich mache einfach mehrere Sachen auf einmal, funktioniert einfach nicht, dass ich mich immer nur an ein Projekt festhalte. Nein, ich muss immer alles auf einmal machen. Ja, da muss man natürlich ja ein bisschen versuchen, Ordnung zu halten. Also wenn ihr den Rand sehen würdet, dann würdet ihr auch denken, oh Gott, Angel, was soll das? So, muss ich mal kurz schauen. Genau, schwarz. Und jetzt mache ich noch die blöde Lampe. Nee, das ist zu dunkel. So. Und jetzt mache ich unten ein bisschen Wiese. Um diese Wiese zu machen, um es erstmal ein bisschen dunkler zu machen, nehme ich Fingerschwärmchen. Da hatte ich schon mal ein Schwarz drin, da habe ich ein spezielles für. Ich habe kein Black Suit. Ihr könnt natürlich auch Distress Oxide Black Suit nehmen. Ich habe das Stempelkissen leider nicht, deswegen nutze ich das natürlich, was ich habe. Und gehe damit hier unten an den Rand lang. Um halt den Boden zu machen und die Wiese zu machen. Erstmal ein dunkler Boden, weil die Bäume können ja nicht in der Luft stehen. Funktioniert ja nicht. Klar, ich hätte rein theoretisch, das wäre auch eine Idee gewesen, die Bäume weiter runtersetzen können. Dann hätte ich mir das vielleicht ersparen können und hätte aber, ja, worauf sollte, hätte dann der Rabe sitzen sollen. Und hätte man vielleicht noch den Baumstamm nehmen können. Das wäre auch eine Idee gewesen, aber ich habe das jetzt so gemacht und wollte euch, wie gesagt, einfach immer mitnehmen.
Dann nehme ich einen ganz normalen Fineliner, einen schwarzen. Und mache mit ein paar Strichen einfach so ein paar, ja, Grashalme. Und Grashalme müssen nie ordentlich oder sind nie ordentlich. Deswegen setze ich einfach hier so ein paar Striche hin. Ja, man kann X, Y, man kann auch nur gerade Striche nehmen, wie man möchte. Ne? Also ich mache immer mein Gras, wie man sieht, immer so ein bisschen. Und dann auch mal so einen kleinen Schnörkel vielleicht rein, so. Das ist halt so ein bisschen, ja, grasmäßig aussieht. Da steht jetzt Haha. Ja. Aber es würde halt auch reichen, wenn man halt einfach nur so kleine Striche macht, weil letztendlich oftmals ergibt sich dann auch so ein umgedrehtes V. Und ja, halt einfach nur so, wie man das selbst möchte. So, die Bäume sollen natürlich nicht transparent bleiben. Da nehme ich von meinem Treeblend Marker, nehme ich einen Braungrau und nehme da aber den dunkelsten. Weil das Licht kommt von hinten, also ist vorne natürlich alles dunkel und male damit meine Bäume einfach aus. Also ohne Schattierung einfach nur ausmalen. Ja. Weil Schattierung brauchen die in dem Sinne jetzt nicht. Ich meine, wie man sieht, man hätte die Bäume auch verblenden können, dann wäre vielleicht das Grau noch ein bisschen anders rausgekommen. Weil dadurch, dass ich das jetzt rübergestempelt habe und man die Oxide ja schon aufs Papier gebracht hat, scheint es natürlich noch so ein bisschen durch. Also es ist nicht so ein, ja, es ist halt nicht so komplett dunkel, sondern man erkennt halt schon noch so ein bisschen die Hintergrundfarbe. Also ihr könntet das halt auch nochmal nochmal, ja, wie nennt man das denn? Also einen Aufleger drauf machen, einen Schutz drauf machen. Und dann hätte man den Baum in Weiß und dann würde vielleicht die braungraue Farbe auch ein bisschen besser zur Geltung kommen. Wäre eine Idee. Also könntet ihr auch machen, rein theoretisch. Aber wie gesagt, ich zeige euch halt nur so. Ich will euch nur Anregungen geben. Vielleicht hat der ein oder andere, kriegt davon eine Inspiration oder hat eine Idee, wie er es ähnlich machen könnte oder ähnlich machen möchte. Manch einer, also das war am Anfang bei mir ja auch so gewesen, musste ich erst mal gucken, okay, welche Farben harmonieren denn? Wie kann man einen Sonnenuntergang machen und so? Und da habe ich mich ein bisschen ausprobiert, habe ich mir ein bisschen die Farben angeguckt, was andere YouTuber oder so genommen haben. Und habe dann so ein bisschen meine Farbwahl genommen und habe geguckt, was man machen könnte, was man nehmen könnte und habe mich dann halt auch ein bisschen ausprobiert. Also ich kann euch auch einmal mein Probestück zeigen, weil ich habe ja, bevor ich den Hintergrund gemacht habe, habe ich natürlich erstmal ein bisschen probiert, welche Farben zusammenpassen und was so mehr so nach Sonnenuntergang aussieht, Nacht aussieht. Ja, bin dann halt letztendlich dann da drauf gekommen. So, meine kleinen Motive, also die Krähe und die Fledermaus, hatte ich bereits im Vorfeld schon koloriert. Dann nehme ich euch nicht mit quasi, weil ich die schon fertig habe.
Und die habe ich auch mit meinem Braungrau koloriert. Weil es halt nicht ganz schwarz, also schwarz kann man immer, finde ich, schwer schattieren. Und deswegen habe ich halt braungrau genommen und habe dann halt noch ein paar Lichtakzente gesetzt. Die klebe ich jetzt auf. Falterklebe. Und hier ist die Fledermaus. Und die hängt, wie gesagt, an dem Ast dran mit den Füßen. Mal gucken. Hält sich daran fest und schläft ruhig und gemütlich. Du sollst nicht wackeln, du sollst da liegen, hängen und schlafen. So, und dann kommt noch die Krähe dazu. Die guckt zur Fledermaus rüber. Ist ja schon Nacht, ne? Und die Fledermaus, eigentlich ist sie ja nachtaktiv, aber irgendwie hat es verpennt. Oder ist noch nicht dunkel genug. Kann natürlich auch sein. So, das drücke ich jetzt, die beiden Motive, aber einmal mit meinem Acrylblock fest. Warte einen Moment, dass die sich ordentlich anziehen können ans Papier. Und in der Zeit schneide ich mir meinen kleinen Text. Da habe ich einfach nur grob eine Rundung geschnitten. Also normal. Ich habe dazu jetzt auch keinen Stempel, keine Stanze, kein nix. Obwohl es ja auch ein bisschen aussieht wie ein Hasenohr. Also wenn ihr eine Stanze als Hasenohr habt oder so, könnt ihr das auch machen. So, und schreibt da einmal, ich schreibe rauf, Faulpelz. Weil die Krähe sich denkt, oh, wie faul ist der denn? Hängt nur rum. So, und das werde ich noch ein bisschen mit meinem Vintage-Foto Distress Ink einen Rand machen. Damit es halt nicht weiß ist und sich ein bisschen abhebt. Und dann noch mit meinem Distress Oxid Antique Lime. Noch ein bisschen die Mitte machen. Mag es halt nicht so, wenn es so weiß ist. Und so hat es doch so ein bisschen so einen alten Touch. Gleich mal wieder wegstellen. Glaube ich, mit dem sieht jetzt die Quatsch, mit meinem Vintage-Foto die Ränder noch mal ein bisschen bearbeiten. Ups. So, da hier auch nicht durchweg, also nicht wundern. Also ich habe das Gefühl, ich bin heute so oft aus der Kamera raus. Guck mir das Video gleich noch mal an. Aber irgendwie, manchmal hat man so einen Tag, ne? Also ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. So, das werde ich jetzt natürlich
auch einmal aufkleben. Und da kommen noch die Gedankenblasen noch dazu gemalt. Nochmal wieder festdrücken, damit sich das ordentlich festzieht. Und dann hole ich mir schon mal meine Mattung raus. Da habe ich schwarzen, also ihr könnt nur meinen schwarzen Cardstock nehmen. Ich habe das schwarze Aquarellpapier vom Action. Habe ich mal Glück gehabt und habe mir da natürlich, weil das so schön stabil ist, den Untergrund, also da ein bisschen was aus meinen Resten und so, wo ich jetzt nämlich meinen Oxidaufbewahrung gemacht habe, meine Stempel, sind nämlich so viele Reste übrig geblieben, dass ich daraus dann natürlich auch ein paar Hintergründe machen konnte. Jetzt gucke ich nur, dass ich einigermaßen gerade kommen. Dass der Abstand wenigstens ungefähr und drück's natürlich wieder fest. So, und schon ist meine Halloween ATT fertig. Ja, der Mond ist ein bisschen... Ach, was ich noch vergessen habe. Ich habe den Mond noch mit Glossy Accent gemacht, damit der ein bisschen schimmert und rausguckt. Ja, das war es dann wieder von mir. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln oder bei einer anderen Idee, die ihr habt dazu. Wir sehen uns wieder. Habt viel Spaß, seid kreativ, habt viel Freude am Kreativsein und bis bald. Tschüss!